when I started it all. Mein Name ist Nina Gülsdorf, ich bin Regisseurin des Projekts Linien. But it was different than the town. Im Projekt Linien versuchen wir nachzuvollziehen, wie sehr Zeitgeschichte auf persönliche Biografien einwirkt. Also wann muss ich mich der Zeitgeschichte unterwerfen? Ich habe mich verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren. Über die Zeit davor und danach. Mit der Maßgabe 5 Jahre Zuchthaus. Oder wie das immer hieß. Und wann gerate ich unter die Räder? Die kam rein, riss mich vom Schulbuch, auf dem ich saß, vom Tisch, schubst mich an die Wand. Ausziehen! Ja, also harte Arbeit, Schichtsystem, Gießerei, Vorsinnflugliche, ganz harte Arbeit. Aber nur ganz wenig Essen. Ich bin da richtig abgemagert. Wir haben 25 Mann auf der Zelle, Gefangene. Das war so ein richtig schweres Leben, finde ich. Aber ich kam zurecht! Und wann habe ich das Gefühl, ich kann Zeitgeschichte prägen? Ich habe irgendwie, ja, fühle mich ermächtigt, sozusagen an einem gesellschaftlichen Wandel teilzunehmen. Und wann gelingt das und wie kann das gelingen? Die DDR hat mich zum Tanzen gebracht, aber ich wollte auch die westdeutsche Gesellschaft zum Tanzen bringen. Bis heute habe ich es nicht geschafft. Es reicht immer noch nicht so richtig. Ich bräuchte noch ein zweites Leben, um ein neues 89 für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt auf den Weg zu bringen. I needed a way. Make the days. Make sure I didn't waste what was left when I started it all.